Ja, hallo, heute werden wir euch ein bisschen was von unserem Krafttraining zeigen und schaut euch das mal ein bisschen an. Nicht so schnell. 4, 3, 2, 1. Zack. Gleich mit dem Grund nicht reinpumpen lassen. So, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Und Ellbogen vorne lassen. Also das Krafttraining machen wir aus zwei Gründen. Punkt 1 ist halt Verletzungen zu verhindern. Also dass wir wirklich nochmal an Schwachstellen arbeiten, die einzelnen Boxer haben, individuell. Der andere Punkt ist natürlich, um die Leistung zu verbessern, also höhere Schlagkraft, mehr Explosivität aus den Beinen heraus. Das sind die Hauptgründe, um Krafttraining zu integrieren. Also hier bis hier hin, rechter Winkel, ja. Seite raus. Okay. 4 bis 6 Wiederholung. Ja. Wie war die jetzt? Eine noch. Zum breite Aufstellen mit den Füßen und dann Hohlkreuz halten, so weit nach vorne, wie du es halten kannst. Und für was war die Suche? Also mehrere Adduktoren, dann aber auch für den hinteren Beinbeuger, also für die hintere Beinmuskulatur und für den unteren Rücken. Jetzt auch beim Rücken. Ja. Langsam kam ich in Arnold seinen Region. Ja. Naja, ich würde nicht pauschal sagen, mit weniger Gewicht ist besser, sondern es ist die Übung erstmal richtig zu machen und dann in dem Maß auch das Gewicht steigern mit einem vollen Bewegungsradius und mit einer sauberen Ausführung. Und dann kommt halt erst das Gewicht. Hier leicht vorne. Wie viel? 6. Beim Hochdruck müsst ihr die Hacken im Boden reinpressen und dann. Oh. Sechs. Ja. Oh, ich bin Monster. Fordert Kraft von dir immer eine Menge ab, oder? Ja, ich bin nicht der Kraftfreund. Das ist eigentlich Training, was ich nicht so gerne mache. Weil ich finde, ich bin schon ganz schön kräftig.
Zum Hals hin. Kurz halten. Rechts vor, ja? Kannst du einen Satz so einsetzen? Mach ich mal links vor, weil rechts stehe ich ja. Ne? Gleichmäßig treiben sollst du trotzdem. Ne? Arme gerade, dass du gestreckt hast, nicht ernst. Gestreckt lassen. Nicht zu weit auseinanderziehen, bleib ein bisschen in der Mitte. Acht Wiederholungen. Acht. Das hier. Nee, nicht bei der Füße, sondern das Knie ist nach vorne stehen. So, das war's. Mal wieder ein bisschen was mitbekommen, hoffentlich vom Krafttraining. Das war's für heute. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren und schreiben, was ihr noch wissen möchtet. Wir probieren alle Wünsche zu erfüllen und bis zum nächsten Mal.